Hallo, die Ausrichtung. Es muss einer der wichtigsten Aspekte unseres Spiels sein. Wir können mit dem besten Golfschwung der Welt nicht Fortschritte machen, wenn wir uns falsch ausrichten. Nur ist es meine Erfahrung, und ich gehöre zu dieser Gruppe, dass wir uns sehr oft nicht richtig ausrichten. Manchmal richten wir uns die ganze Zeit falsch aus. Es gibt verschiedene Gründe. Natürlich passiert es, dass Golfer, die zum Beispiel eine Linkstendenz haben, und das ist ganz viele mit den Eisen, mit der Annäherung aufs Grün. Vielleicht hast du das bei deinem Spiel bemerkt. Da wird ziemlich stark nach rechts ausgerichtet, um das auszugleichen. Problem ja, ich muss kompensieren. Ich muss wahrscheinlich etwas von außen kommen oder rotieren, um den Ball gerade zu bekommen. Und natürlich, die Slicer richten sich nach, oder manche richten sich nach links aus, um den Draht nach rechts zu vermeiden. Aber oft ist es so, dass die Methode der Ausrichtung nicht funktioniert. So, was man manchmal sieht, und ich finde es eigentlich ziemlich gut, das unterrichte ich seit langem meinen Schülern, ist hinter dem Ball zu stehen, die Linie sich vorzustellen, einen Zwischenpunkt zu finden auf dieser Linie, das Blatt als erstes zum Zwischenziel auszurichten und dann die Füße parallel oder rechtwinklig zum Blatt. Das ist eine gute Methode. Aber trotz der Tatsache, dass die Golfer das versucht, klappt es nicht immer. Manchmal gibt es optische Täuschungen. Dann natürlich, du kennst das ja, viele machen das und die Brust und die Schulter, aber von dieser seitlichen Perspektive das zu sehen, schwierig. Dann habe ich auch das viel gesehen, dass die Spitze zum Ziel und dann die Füße parallel zur Schlagfläche. Auch eine gute Idee, aber klappt nicht immer, klappt oft nicht. So, ich möchte dir eine Übung heute erklären. Das habe ich vor 3 Wochen erst erfahren. Mein Kollege Stefan Scheholz hier im Golfclub Lüttelsburg hat es mir gezeigt und ich bin begeistert. Und ich denke, das wird dir auch gefallen. So geht es. Was du tun musst, ist, versuch als erstes, dich richtig auszurichten, so gut wie du das kannst. So, ich mache das. Und stellen wir uns mal vor, ich mache das, was so viele machen. Ich richte mich leider zu sehr nach rechts aus. Die Methode, die du machen solltest, ist folgendes. Nachdem du dich ausgerichtet hast, so gut wie du kannst, ist, nimm den Stand ein und dreh deinen Kopf nach links, bis es Widerstand gibt. Nur du solltest dich jetzt nicht verletzen, aber irgendwann kannst du den Kopf nicht mehr drehen. Und nachdem du diesen Punkt erreicht hast, möchte ich, dass du das linke Auge, also das vordere Auge, schließt, wenn du Rechtshänder bist. Okay, so ich drehe meinen Kopf und ich schließe mein linkes Auge. Nur wenn du das linke Auge zumachst, kannst du nur mit rechts sehen, klar, aber die Nase ist irgendwie im Weg. Und es muss dann möglich sein, das Ziel immer noch zu sehen. So, wenn ich so stark nach rechts ausgerichtet bin und das tue und mein linkes Auge zumache, werde ich nur die Kante meiner Nase sehen und nicht die Fahne. Dann bin ich ganz sicher zu sehr nach rechts ausgerichtet. Wenn ich zu sehr nach links ausgerichtet bin und die Übung mache, naja, da sehe ich alles. So, du musst es so hinkriegen und lass jemand hinter dir stehen, richte dich aus. Die Person sollte dir sagen, ja, das ist genau richtig. Dann mach die Übung. Dann dreh den Kopf, mach dem linken Auge zu, nachdem du nicht mehr dich drehen kannst, den Nacken drehen kannst und schaue, wie weit die Fahne von deiner Nase entfernt ist. Ich finde es genial. Und das tust du bitte mit jedem Schläger in deine Tasche. Und so wirst du dich genau gleich jedes Mal ausrichten. Ich denke, es lohnt sich, dass du es ausprobierst.
Und wenn du jetzt, wenn du dann einen Schlag machst, ich mache jetzt einen Schlag, ich versuche mich erstmal gut auszurichten, dann mache ich die Übung, ja, Abstand, Fahne zur Nase ist, wie ich das möchte. Jetzt mache ich meinen Schlag. Okay, das war ziemlich gut. Der Ball ist aber etwas rechts von der Fahne. Ich weiß, dass das nicht an meiner Ausrichtung lag. Meine Ausrichtung war perfekt. Ich muss an meinen Schwung arbeiten oder mein Treffen arbeiten, damit ich den Ball noch dichter an der Fahne bekomme. Okay, ein klasse, cooler Weg, sich auszurichten. Habe ich noch nie gehört, gesehen. Und ich denke, das wäre was ganz Gutes für dich. Also, bis bald.